Hallöchen, ihr Lieben, da bin ich schon wieder. Na gut, für euch nicht ganz schon wieder, aber für mich immer, dann doch schon wieder, weil immer noch dieselbe Aufnahmesession. Eigentlich wollte ich nur eine Folge aufnehmen und dann fange ich an und dann habe ich total Spaß dran und kann nicht mehr aufhören. Na gut, auf jeden Fall habe ich mich zu Quests begeben. Ich habe einfach, ja, die Einser und Zweier, die in Gridania sind, hier mal markiert und meine Brille geputzt, deswegen sitzt mein Headset gerade nicht ganz so richtig. Und habe mich gleich mal in die Druidengilde begeben, um hier die Duftlampen aufzufüllen. Mit dem Azeima Rosenöl. Eins und da vorne glitzert es auch noch, die muss auch aufgefüllt werden. Und zwei. Und die Quest können wir auch gleich dort vorne abgeben. Das war eine Stufe 1 Quest. Wie gesagt, nur 1er und 2er Grad markiert und nur die in der Stadt. Nicht die, für die wir draußen kämpfen müssen. Das mache ich dann danach. Wir in Limsa, da haben wir auch zuerst alles in der Stadt abgekringelt und dann sind wir rausgegangen. Kämpfen. So, ja, ich habe gern geholfen. Vorsicht und Eleganz, das sind meine Tugenden. Wir können uns jetzt zwischen Heiltrank und Äther entscheiden. Wir haben 42 Äther und 23 Heiltränke. Das reicht beides vorne und hinten ungefähr 5 Jahre. Ich nehme trotzdem mal Äther. Ich glaube, Heiltränke brauchen wir echt nicht so oft. Oh, die können wir uns hier auch mal fix da reinziehen. So. Kiengift und so ein Quatsch können wir eigentlich mal verkaufen. Na gut. Okay, dann sprinten wir wieder los. Am besten nicht gegen den Türrahmen. Und machen uns an die nächsten Quests. Da haben wir große rote Kringel auf der Karte, wo wir Sachen... Ich glaube, das waren die Einsammelquests. Eine ja bei der Gärtnergilde und... Ja. Eine beim Amphitheater. Gehen wir erstmal zum Amphitheater. Und dann laufen wir von dort runter zur Gärtnergilde und sind ja auch gleich wieder am nächsten Eteriten. So, ach, guck mal, da liegt überall Wildgemüse verstreut. Oms, noms, noms. Lecker Gemüse. Und da ist Puffin White und macht dasselbe. Da wurde mir im Chat in der letzten Folge, am Ende der letzten Folge angezeigt, dass der gerade Stufe 2 erreicht hätte. Stimmt das? Ja, putzig. Genau wie wir. Oh. Also wie wir mit unserer Druidin. Mit unserer Hermetikerin sind wir da schon ein Stückchen weiter. So ist Tane, wir haben alles eingesammelt. Ja, sieht gleich viel ausgeräumter auf. So, sie wird das Gemüse dann gleich zu der Abenteurergilde hier in Kredania liefern. Ja, warum nicht? Sehr gesund und lecker. Die Sylphen haben das da ein bisschen verteilt, hat sie gerade gesagt, wenn ich das nicht falsch überflogen habe. Die Sylphen machen ja immer so ein paar, so ein bisschen Quatsch, aber lustig und lieb und nett. Das passt schon. Ich mag die Sylphen. Das ist ein süßes Völkchen. Und ich mag die Musik im Sylphenland total. Könnt ihr mir dann später, wenn wir soweit sind, mal eure Meinung dazu sagen. Jetzt sammeln wir hier aber erstmal noch die Samen der Azeima-Rosen ein. Damit weiter duftiges Öl daraus gemacht werden kann. Dass wir in irgendwelche Lampen kippen können. Dass die nächsten Abenteurer, die hier starten, in irgendwelche Lampen kippen können. Ja, stellt euch vor, wir würden hier die Samen nicht einsammeln. Dann könnten die nächsten Abenteurer die frisch neu dazu gezüchteten Rosen oder dann könnten die Rosen, die daraus wachsen, nicht zu Öl verarbeitet werden und die nächsten Abenteurer hätten einfach eine Quest weniger. Und neue Samen gäbe es auch nicht, dann hätten sie gleich zwei Quests weniger. Und dann würde ganz Gridania aussterben und verdorren. Und in der Druidengilde würde es stinken. Aber wir haben ja alle Samen eingesammelt und so glaube ich unseren Sold getan. Und wir kriegen noch ein bisschen Erfahrung, ein bisschen Kohle. So, haben wir jetzt hier noch so ein paar Quests? Ja, wir müssen noch zum Amphitheater und wir müssen noch uns verbeugen.
vor der Schwester des kleinen Jungen, der uns da so blöde angemacht hat. Dummer Bengel. Naja. Dumme Bengel gibt es ja in jedem Spiel, ne? Ich fand das in Skyrim ganz fürchterlich. Die Kinder von dem einen Jarl da, ganz vom Weißlauf, glaube ich. Oh. Wo müssen wir denn hin? Irgendwie. Ach genau, einfach zum Druiden, zum Etheritenplatz. Ich habe gerade die Zimmerergilde gesucht, aber die hat ja gar keinen eigenen Etheriten. Da drüben gibt es ja bloß zwei. Einmal den Etheritenplatz und dann noch den kleinen dort an der Waldläufergilde. Huh. Oh, ich gelb. Eieiei. So. Nee, ich glaube, ich muss daneben. Sumli. Hier laufe ich nachher mit meinem anderen Kätzchen auch wieder rum. Dann sammle ich da neue Jagdlizenzen ein. Aber das geht alles erst auf Stufe 50. Das zeige ich euch dann später. So, vor dir soll ich mich verbeugen. Mit einer Verbeugung begrüßen. Okay. Emotes. Wo haben wir denn verbeugen? Da oben gleich. Hallo? O'Neill. O'Neill? Hallo. Oh, ist aber schüchtern. So, Nicolio, was sagst du dazu? Ich habe mich brav verbeugt. Oh, sie sieht immer noch traurig aus. Na gut, im Endeffekt will er ja nur eine Freude machen, ne? Aber er ist trotzdem ein bisschen von oben herab. Du bist so irgendwie komisch. Ach Quatsch, sag doch sowas nicht. Oh ja, tanzen sind wir Kätzchen besonders gut. Oh, jetzt habe ich sie angesprochen. Das wollte ich natürlich nicht. Wir reden hier nicht, wir tanzen nur. Oh, tanzen ist gar nicht hier, ich hätte es gedacht. Tanzen. / Dance. Genau, einfach mal tanzen, da hast du mehr Spaß. Oh, was für Level ist die denn? 1, 2, 3, 1. Oh, süß. So, bist du jetzt glücklich? Auch gut. Hat vor 5 Jahren, Aunielie hat vor 5 Jahren während der Kämpfe ihren Vater verloren. Seitdem hat sie nicht einmal gelacht. Aber es war doch ihre Schwester, also zumindest steht in der Quest großer Bruder. Ich hätte jetzt gedacht, dass er halt ihr großer Bruder ist, aber dann heißt es ja, dass sein Vater auch gestorben ist. Und er macht sich nur Sorgen um sie. Und die Kinder haben sich eingefunden. Wo ist denn der dritte? Ach so. Nee, hier ist bloß die Werkzeugkiste. Und wir haben sie abgegeben. So, und da vorne, dafür wechsle ich mal auf die Hermetikerin, können wir nämlich die andere Quest noch abgeben. Mit dem Tanz. Und dann erlernen wir einen Tanz. Toll, dann können wir nicht so normal tanzen, wie wir es gerade gemacht haben, sondern kriegen einen neuen Tanz dazu. Ich mag die Tänze. Unglaublich. Sollen noch ganz viele einführen. Und alle Kinder geben sich plötzlich ganz viel Mühe, den Tanz zu lernen. Der fromme Tanz. Jetzt wisst ihr, warum der andere es einen fröhlichen Tanz genannt hat. So fromm, finde ich, ist er wirklich nicht. Yay!
so creepy, wenn er mit seiner Säge einfach angelatscht kommt. Säge. Ihr tanzt so steif wie eine Wagenladung Kastanienholzbretter. Mit Brettern kenne ich mich übrigens aus. Die zersäge ich doch den ganzen Tag. Wollt ihr vielleicht Bekanntschaft mit meiner Meistersäge machen? Meister Beatin, was ist nun in euch gefahren? Mit einer so ernsthaften Dame wie Frau Jedith darf man doch nicht so grobe Späße machen. Sie verstehen das nicht. Die Kinder sind so cool. Das Rumgefuchtel mit der Säge ist ja zum Fürchten. Scharfe Quest, kommt er da an mit seiner Säge, ey. Vertreibt erstmal die arme Frau. Aber die Kinder haben den Spaß durchschaut. Und wir haben den Tanz der Fruchtbarkeit gelernt. Yay! Yay, du hast das Emote-Tanz der Fruchtbarkeit gelernt. Das ist jetzt hier bei unseren speziellen Emotes. Da. So, hätten wir auch das. Da ist die Hauptquest. Zimmerer am Amphitheater. Das ist doch... Ah, genau. Wir gehen jetzt wieder auf unsere Druiden zurück und machen hier ein bisschen weiter. Wir wollen ja vorankommen. Hips. Da ich nicht weiß, durch welchen Durchgang ich müsste, porte ich mich ja einfach mal zum Amphitheater. Ich glaube, dann haben wir in der Stadt auch schon alles erfüllt, oder? Oder? Wir können natürlich noch die Hauptquest da weitermachen, aber das ist ja bloß zum Luftschiffplatz gehen und ja. So langsam gehen, weiß ich übrigens, habe ich mal nachgeguckt, wie es geht. Ich glaube, auf dem Numblock oder so. Nee, keine Ahnung. Ich habe es immer mal nachgeschaut, aber ich habe es geschickt wieder vergessen. Ich störe dich nicht bei deiner Arbeit, Mann. Ja, siehst du. Wie machst du eigentlich deine Arbeit, wenn du dein Werkzeug nicht dabei hast, Junge? Ja, wir Anfänger halten zusammen. Ich bin gleich ein Anfänger auf Stufe 3, wenn es so weitergeht. So, haben wir jetzt die ganzen kleinen Quests hier erledigt. Dann können wir jetzt raus in den Wald. Oh ne, das Öl für das Orakel müssen wir noch machen. Ach ne, das sind ja auch Marienkäfer, genau. Hier müssen wir für den Pikini jetzt 6 Baumhörnchen erlegen und für die Quest müssen wir 3 von allem erlegen. Alles klar. Dann würde ich sagen, porten wir uns hier gleich vorne mal ab in den tiefen Wald und töten ein paar Fungi und Zeugs. Tiefer Wald, tiefer Wald, tiefer Wald, tiefer Wald. Ich glaube, an der Pforte ist alles 3, wenn ich mich gerade nicht ganz irre. Auf der anderen Seite gibt es, glaube ich, die Fungi nicht. Am anderen Ausgang. Bin mir aber gerade nicht ganz sicher. War ja auch schon eine Weile nicht mehr. So, dann fangen wir mal an, mit Steinen zu werfen. Patch in your face. Ich könnte eigentlich gleich mal gucken, ob ich nicht schon Ausrüstung für unsere kleine Druidin habe. Immerhin trägt die ja dasselbe wie unsere Hermetikerin. Und da sind wir Stufe 3. Ab wann haben wir denn hier Sachen? Stufe 5? Ich glaube wahrscheinlich alle Stufe 5. Ich ordne das mal. Kommandos anderer Klassen einsetzen. Yep, genau. Wir können uns Kommandos anderer Klassen in unsere aktuelle Klasse ziehen. Hier haben wir die ganzen Zeichen und hier haben wir das Cymetica-Symbol. Und wir können uns Ruin, Physik und Virus hier hineinziehen. Ruin macht nicht allzu viel Sinn. Das hat, oder? Attackenwert 80. Ne, genau. Macht nicht allzu viel Sinn, weil Stein schon mehr Schaden macht. Physik macht auch nicht viel Sinn, weil es exakt genauso viel halt wie Vita. Und dementsprechend würde nur Virus Sinn machen. Und das packe ich auch einfach mal rein. Sonst läuft zwar gleich unsere Zeit von neuem ab. Ne, nur für den Skill, okay. Virus ist dieser eine relativ starke Dot, der gleichzeitig noch die Stärke und die Geschicklichkeit des Seals um 15% senkt. Ich glaube, der macht noch irgendwas anderes. Aber egal. Auf jeden Fall. Ja, können wir hier also später auch noch von anderen Klassen, also wenn wir jetzt andere Klassen hochleveln würden, da immer mal wieder irgendwas übernehmen. Das wird dann später eingeschränkt. Wenn man einen Job hat, kann man nicht mehr so viele von anderen Klassen übernehmen, so viele Sachen.
Aber solange man nur eine Klasse hat und noch nicht sich auf einen Job spezialisiert hat, kann man da sogar relativ viel übernehmen. Ich bin gerade mit meiner Waldläuferin zum Beispiel dabei, meinen Pikenier zu leveln, weil ich da dringend einen Skill brauche, der meine TP auffüllt. Und solche Scherze, das ist auch wirklich im Endgame noch wichtig. Und mir juckt die Nase. So, Sachen anlegen können wir hier noch nicht. Wie gesagt, ich schätze mal, das ist alles so ab Stufe 5. Ja. Dann gucken wir dann wieder rein. Dann werfen wir jetzt so lange einfach weiter mit Stein. Unser Kätzchen hüpft hier lustig in der Gegend herum. Oh, da ist der Puffin White schon wieder. Was hat er sich so rausgepickt? Marienkäfer dort? Anscheinend schon. Will er hier nicht immer einfach die Ads wegkloppen? Oh, guck mal. Marienkäfer brauchen was auch fürs Bestiarium. Hey. Also, ist denn das freundlich? Nur weil er Pike ist, denkt er, er ist ein ganz starker oder was? Und dann haben wir noch das Bestiarium. Den Bestiariumseintrag schon. Aber wir müssen ja insgesamt 6 Marienkäfer töten für die eine Quest dort. Ich hab's vergessen. Für die eine, die wir in der Truinengilde da bekommen haben von dem einen Mädel. Patsch! Hier sind aber irgendwie nur noch Baumkäfer. Ah, Baumkäfer, vor allem Baumhörnchen. Durch den Bestiariumseintrag haben wir schon fast wieder ein Level gemacht. Gerade erst Stufe 3 erreicht. Zack. Schon fast wieder Stufe 4. Ich glaube, wenn wir hier die, also die Gegner alle besiegt haben. Aber wir brauchen doch auch noch Baumhörnchen. Ja, stimmt. Genau. Dann sind wir schon Stufe 4. Gut, ging noch ein bisschen schneller. Oh, wir haben jetzt Wind. Das ist ein Dot. Deswegen habe ich den jetzt mal drauf gepatscht. So, wie viele müssen wir denn noch töten? Noch 2 Baumhörnchen. Käfer haben wir schon genug. Der Dot macht natürlich jetzt bei Stufe 1 gegen gar nicht so viel Sinn, deswegen bleibe ich jetzt gerade mal beim Stein. Dots machen ja immer dann ein bisschen mehr Sinn, je länger der Kampf eigentlich wird. So, dann müssen wir bloß nach vorne, links um die Ecke, da müssten die Forstfungi sein. Wenn ich mich gerade nicht ganz irre und eigentlich kenne ich, da sind sie, wusste ich doch. Eigentlich kenne ich mich ja doch im Wald schon ein bisschen besser aus. Hier habe ich immerhin in der Beta damals angefangen und mit meinem, also da habe ich auch einen Waldläufer gleich gespielt. Ja, und habe das dann ja wiederholt. Die Forstfungi sind jetzt schon Stufe 3, deswegen habe ich da mal einen Dot rausgehauen. Kann er nicht schaden. Oh, die müssen wir auch fürs Bestiarium töten. Um Gottes Willen, da haben wir gleich wieder ein Level up. Ja, ich merke gerade, ich sollte immer zuerst den Stein raufhauen. Ich vergesse immer, dass der Gewicht auf den Gegner packt als negativen Status. Und dadurch kommen die dann langsamer bis zu uns. Deswegen macht es durchaus Sinn, zuerst Stein zu zaubern und dann Wind. Puffin White ist auch schon wieder da. Hat sich aber jetzt einen anderen Fungus ausgesucht. So, Bestiarium ist fertig. Quest ist fertig. Großartig, wir sind tatsächlich fast Stufe 4. Was müssen wir noch fürs Bestiarium töten? Irgendwas hier? Schattenmilben. Sind die auch im Tiefenwald? Ne, die sind im Nordwald. Hier sind dann die Stechmücken, aber da kommen wir ein andermal hin. Das ist jetzt nicht gar so wichtig. Ich glaube, wenn wir die Quests alle abgegeben haben, sind wir vielleicht sogar schon Stufe 5. Und dann können wir unseren kleinen Druiden schon mit dem ersten Equip versehen. So schnell geht's, So schnell werden sie groß.
Ich glaube, wenn ich die ganzen Quests abgegeben, ich glaube, das mache ich jetzt noch in der Folge, gebe die ganzen Quests noch ab. Dann sind wir in Gradania nämlich fertig. Und dann werde ich offscreen, ja, anfangen, meinen Druiden gleich mal auf 15 zu ziehen. Ich will damit jetzt nicht irgendwie warten. Er ist auch schon wieder da. Der Schwarzpfote. Oh, jemand springt rein. Ah, ne, das ist die Hauptquest. Und dann porten wir uns mal zur Druidengilde. Wir müssen zwei von drei Quests dort abgeben und die dritte bei der Pikeniergilde, glaube ich. Oder? Ach, ich hab's vergessen. Ich glaub's nicht. Ich hab's vergessen. Pikeniergilde, oder? Ja. Dann gehen wir nämlich erst zur Pikeniergilde. Da ist der Iterit näher dran. Und dann haben wir kürzere Laufwege. Voll durchdacht. Okay. Oh, ich hab's schon wieder gemacht. Verdammt. So. Ich freue mich zu sehen, dass hier ein paar Illesen angefangen haben und nicht immer nur Kätzchen. Wir haben in unserer Gilde, ist mir aufgefallen, fast nur Mikoté. Wir haben jetzt einen Illesen, der hat von einem Lalafell seinen Charakter zu einem Illesen geändert. Wir haben einen von den großen Rögadyn. Ich habe das Heft hier immer noch. Ich lasse es hier einfach liegen. Der hat von einem Kätzchen auf einen Rögadyn gewechselt. Und ansonsten haben wir noch, glaube ich, einen weiteren Rögadyn, der so reingekommen ist in die Gilde. Und zwei Lalafell. Und ich glaube, zwei, drei Hyran. Ansonsten haben wir nur Katzen, glaube ich. Ich glaube, 25 von 35 Charakteren, die wir in der Gilde haben, sind Katzen. Eigentlich traurig, aber irgendwie, die sehen halt einfach süß aus. Was will man machen? Ich kann mich dagegen nicht erwehren. So, wir haben hier Baumhörnchen erlegt. Ah, erster Schritt zu groß und harten. So, wir wollen diese Schuhe nicht. Wir wollen eigentlich beides nicht. Ich gucke mal ganz kurz, wie hoch die Bindung derselben Schuhe schon ist. 71, ne, die binden wir dann noch fertig. Na, egal. Ich nehm sie noch ein zweites Mal und binde sie dann vielleicht fertig. Also, dass ich zwei Paar Schuhe gebunden habe. Ob ich das jetzt verkaufe oder nicht, das ist im Endeffekt auch egal. Ich kann mir von meinem anderen Charakter so viel Kohle schicken, das brauchen wir eh nicht. Das macht, glaube ich, keinen Unterschied. Wo ist denn? Da, Gilde der Druiden. Ich mache die Folge gerade schon hier ein bisschen länger. Irgendwie werden die gerade immer eher ein bisschen länger als kurz. Aber ich hoffe, das ist euch nur recht. Sprinten wir hier durch die dunkle Höhle. Und wenn wir hier jetzt nicht irgendwo noch eine Quest bekommen, was ich jetzt gerade mal nicht ganz hoffe, aber ansonsten nehme ich das einfach auf. Ich werde das dann einfach aufnehmen und zusammenschneiden. Habe ich euch ja erzählt. Und es dann als eine kleine Special-Folge, denke ich, hochladen oder so. Hier mache ich es genauso, nehme das einfach mal mit. Und da sind wir schon Stufe 5. Ganz cool. Dann geben wir jetzt noch die Druiden-Quest ab, können dann ja gleich die nächste annehmen und dann, wie gesagt, nehme ich das aber extra auf. Ah, jetzt habe ich die Quest gar nicht durchgehört. Wir heilen, manchmal zerstören wir für einen höheren Zweck. Ich habe mich mit der animistischen Magie das erste Mal so ein bisschen befasst. Alles ganz toll. Darüber, wenn es richtig ist, zu zerstören. Tagt der Rat der Seher mit den Gebietern, den Naturgeistern des Waldes. Und eine solche Entscheidung wird niemals leichten Herzens gefällt. Da bist du nicht die Erste, die mich so erstaunt anguckt. Du musst wissen, dass wir Druiden viel Einfluss in Gridania haben und somit eine große Verantwortung für unsere Schul auf unseren Schultern lastet. Doch zuerst wollen wir uns auf deine persönliche Ausbildung als Druiden konzentrieren. Tue nun das, was du bereits im Wald getan hast. Atme tief ein und spüre die dich umgebende Energie. Dann nimm den Stock und fokussiere die magische Energie darin. Mit Hilfe einer solchen Druidenwaffe wirst du fortan deine Zauber weben. Du brauchst noch etwas Übung. Komm wieder, wenn du ein besseres Gespür für die dich umgebende Energie entwickelt hast. Du kannst von nun an Gildenaufträge der Druide annehmen. Den nächsten Auftrag erhältst du, sobald du Stufe 5 erreicht hast. Ja, das haben wir schon erreicht. Wie gesagt, das schneide ich dann zusammen. Und höre an dieser Stelle auf. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seid mit meinem Vorgehen einverstanden. Wenn nicht, schreibt es mir in den Kommentaren. Aber eigentlich ist ja nichts weiter dran und streckt es das Let's Play nicht unnötig. Und ihr seht ja trotzdem alles, was irgendwie Story Quest ist, sag ich mal.
Den Rest mache ich ja Freibriefe. Freibriefe sind eh immer dasselbe. Das ist eher langweilig. Die Folgen werden dann natürlich relativ kurz, weil es einfach nur dann die Stufe 10, die Stufe 5, die Stufe 10 und die Stufe 15 Quest, denke ich, sind. Obwohl, vielleicht gar nicht so kurz. Da sind immer dann noch instanzierte Kämpfe und so, kurze Cutscenes, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wann das genau anfängt und so. Aber so kurz wären die dann vielleicht doch nicht. Aber es wäre eine kleine Special-Druiden-Folge, dann vielleicht noch eine Special-Schwarzmagier-Folge. Ich habe mich noch nicht ganz entschieden. Schauen wir mal. Auf jeden Fall hoffe ich, dass es euch gefallen hat, dass euch mein Vorgehen gefällt. Gebt mir gerne Daumen hoch und lasst mir Kommentare da. Immer gern gesehen, freue ich mich sehr. Und ja, dann einfach bis zum nächsten Mal. Dann geht's weiter nach Uldar. Mal schauen, was uns da so erwartet. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Das dürfte ein Samstag sein mit der nächsten Folge oder so. Ach, ich habe keine Ahnung. Ich habe mal wieder einen Überblick verloren. Aber müsst so sein. Also dann, ihr Lieben, bis dahin. Tschüss.